Monika Zimmermann, wir sitzen hier bei auch in der Stube. Ich habe gerade einen Rost, auch einmal hat sich bei uns gemeldet für eine himmlische Nacht in der Hölle, wo er jetzt eine Übernachtung für das Zweite hat verkauft. Vielleicht kann er ja so etwas erzählen. Wie habt ihr auch kennengelernt damals, der Ivone und ihr? Also wir zwei haben uns eigentlich kennengelernt mit dem Töckeli. Und ja, es hat einfach so ein bisschen ergeben. Das Interesse war auch so ein bisschen gegenseitig. Ich war zwar halt nur mit jemandem zusammen, aber ja. Und ja, irgendwann hat man Amt halt ja, näher. näher kennengelernt. Und das, was getanzt und dann, ja, hat man sich halt müssen, so entscheiden. Ja, was mache ich jetzt? Was ist jetzt? Weil eben, in dem Fall stimmt es da noch nicht mehr. Und ja, und so ist es halt jetzt so. Hier scheint es die Stimme. Ihr habt zwei Kinder. Ja. Der Leo hat mir vorhin noch erzählt, ihr geht nachher noch zu Hanna. Also ihr habt hier völlig zu tun. Ja, zu tun hat jede Hausfrau oder jeder, der ein Hische hat, sei es Umgebung, sei es Rosamäe, Abo, sei es Henne. Aber das sich muss ich ein bisschen selber aus, das ist einfach so. Aber ja, zwei Kinder und alles zusammen gibt halt einfach ein bisschen Haushaltung. Wenn man ein bisschen pinkelig ist, so wie wir zwei, ja, dann haben wir immer zu tun. Ja, jetzt darf er aber eine Übernachtung mit in der Rabenzahlkäse gewonnen. Was sagen Sie, sind Sie mitgerechnet, dass auch mal so etwas macht? Er ist immer für gute Sachen und Überraschungen zu gut. Das ist ja so. Und dass er so gewisse Sachen im Radio oder irgendwann mal das Gefühl hat, wohl, das hat das verdient. Oder er schaut auch meiner Großmütter gut. Und, ja, er schaut für alle eigentlich immer gut. Also mit dem kann man rechnen, aber er hat etwas erzählt, aber ich habe nicht gedacht, dass er es für ihn macht. Ja. Was sagen Sie, ich freue mich auf die Zeit zu zwei? Weil es freut sich nicht auf Sottings. Freust du dich für Mama und der Papa, dass sie jetzt zusammen einen Tag haben? Ja.